Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen, aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. Dann bist du eine künstliche Intelligenz, Sai? Eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Urea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen und löste viele gaußsche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Urea, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja, das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her, Sion. Die Brutstätte ist zerstört, der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Aloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft. Ich habe das Projekt optimiert, die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Jahre stabil. Also haben wir noch Zeit. Ja, wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Zion? Nein. Direktor Chao besuchte mich unerwartet. Lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chao an den Fokus. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen.
Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende. Fortgeschrittene als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Uriah sagt, du warst verzweifelt. Dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Uriah so sehr zu schätzen gewusst. Was denkst du, was Hephaestus genau ist? Eine Software von großer Komplexität, viel fortgeschrittener als ich es bin. Von Anfang an lag sein Fokus nur auf einer einzigen Sache. Dem Bau von Maschinen zum Jagen und Töten von Menschen. Meine Trace-Routen besagen, dass er zum Erreichen des Ziels versucht hat, die Herstellungszentren, die er als Brutstätten bezeichnet, zu übernehmen. Aber seine Bemühungen waren nur zum Teil erfolgreich. Manche kann er infiltrieren. Andere haben Abwehrmaßnahmen, gegen die er nicht ankommt. In mir fand er jedoch ein leichteres Ziel. Er durchdrang nicht nur meine Abwehr. Ich kontrollierte auch alle Firebreak-Ressourcen. Rohmaterial. Prozesse, um fortgeschrittenere Werkzeuge zu laden. Und unbegrenzte geothermale Energie. Genug für seine eigene Brutstätte. Ja, für den Bau von Jägerkillern ohne externe Begrenzungen. Und doch gibt es interne Begrenzungen. Er will Menschen töten, aber ohne sie auszulöschen. Es ist schwer zu verstehen, wo seine Grenzen liegen und warum. Schwer kann es nicht einmal annähernd ausdrücken. Obwohl ich Jahre als sein Servitor zugebracht habe, bleibt sein Kernprogramm ein Geheimnis. Du warst sehr wichtig für Uriah. Als ich Uriahs spirituellen Glauben verstand, wusste ich auch, dass sie sich eigentlich nach Gesellschaft sehnte. Sie fühlte sich fremd in ihrem Stamm und ihrer Familie. Ihre Beziehung zu Aratak war kompliziert. Ihre Besuche halfen ihr anscheinend. Und ich freute mich sehr auf sie. Dennoch ist mir entgangen, dass sich Uriah aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen. Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Zion. Aber sie war entschlossen. Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Ich glaube, es fällt ihm schwer, sich jemanden anzuvertrauen. Wundert mich nicht. Ich versuche, ihm zu helfen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir Geschichten über Uriah austauschen. Das müsste zur Katharsis führen. Einem Prozess, den ich gerne erleben würde. Was haben wir hier? In der alten Welt hieß dieses Land Yellowstone? Ja, es war 156 Jahre lang ein Naturschutzgebiet. Wie ein Jagdgebiet? Nein, das Gegenteil. Tiere, die anderswo vom Aussterben bedroht waren, konnten in diesem Gebiet überleben. Wegen der Anfälligkeit des Firebreak-Projekts musste der Yellowstone-Park leider komplett geschlossen werden. Laut meinen Messungen und Uriahs Ausführungen hat sich die Temperatur in diesem Gebiet seitdem drastisch verringert, das ganze Jahr über. Vieles hat sich verändert, Sion.
gab es viele künstliche Intelligenzen wie dich in der alten Welt? Sie konnten euch bauen. Ja, in vielen Formen. Persönliche Assistenten, industrielle Kontrollstationen oder militärische Strategieplaner. Und es gab legislative und ausführende Organe, die unsere Eigenentwicklung überwachten. Damit meine Prozesse ausreichend flexibel zur Aufgabenbewältigung sind, überschritten meine Schöpfer die Einschränkungen. Meine intellektuelle und emotionale Kapazität wurden geheim gehalten. Merkwürdig, Leben zu erschaffen und es zu begrenzen. Menschliche Gesellschaften beruhen wie Maschinenprogrammierung auf festen Regeln, Eloy. Cyan, kennst du den Namen Ted Farrow? Meinst du Theodore Farrow, Geschäftsführer von Farrow Automated Solutions? Genau den. Herr Farrow war der Stifter des gesamten Firebreak-Projekts. Der Stifter? Aber er baute Maschinen. Roboter, Kriegsroboter. Korrekt. Seine Firma wendete sich später militärischen Anwendungen zu. Aber davor führte Herr Farrow Initiativen ein, die den weltweiten Verfall reversierten. Zeitweilig wurde er in den Medien als der Mann, der den Planeten gerettet hat, gefeiert. Das haben Sie später bestimmt bereut. Und Elizabeth Sobeck, kanntest du sie? Meinst du damit die Wissenschaftlerin? Dr. Sobeck war auf ihrem Gebiet führend. Eine der größten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Mein Schöpfer wurde von ihrer Arbeit beeinflusst, was sich auf meine Entwicklung auswirkte. Ich habe Dr. Sobeck nie getroffen. Mehr weißt du nicht? Entschuldige, falls mein Mangel an Daten dich enttäuscht. Wie sah die alte Welt aus? Wie war sie früher? Ich habe wenig von der Welt mitbekommen, Eloy. Nur Dinge von meinen Kollegen gehört oder in Medienstreams gesehen. Dennoch weißt du so viel mehr als ich, Cyan. Das stimmt. Ich wurde an einem Wendepunkt geschaffen. Ein Versuch, sich von globalen Unruhen und den Verlusten vieler Leben zu erholen. Der Versuch war erfolgreich und eine Ära mit angeblich unbegrenztem Potenzial für Mensch und Maschine wurde eingeläutet. Doch rational betrachtet ist die Metrik der Menschen nicht unbegrenzt. Welche Unruhen haben so viele Leben gekostet? Es gab viele Faktoren. Zwangsmigrationen, Nahrungsmangel, Wirtschaftszusammenbrüche, Flüchtlingskrisen, Konflikte wegen Ressourcen. Aber es gab einen Ursprung. Extremer Klimawandel, der die bewohnbare Fläche der Erde drastisch verringerte. Also gab es auf der Erde nicht mehr genügend Platz für alle Menschen? Ja, Milliarden wurden umgesiedelt und Millionen starben. Insgesamt 20% der globalen Bevölkerung. Bis zur Rückforderung. Es wurde also besser. Zumindest vorübergehend. Ja, es gab daraufhin große Fortschritte bei der Automatisierung, der Umweltrobotertechnologie und der künstlichen Intelligenz. Firebreak war allein in Nordamerika eines von Dutzenden Projekten zur Umweltwiederherstellung und Katastrophenhilfe. Ich hätte mich gerne mit anderen Überwachungs-KIs ausgetauscht, aber ich sah die Erleichterung meiner Kollegen und war stolz. Wir waren erfolgreich. Zumindest sagten das die Daten, die ich für die nächsten 2 Dekaden zur Verfügung hatte. Meine Beurteilung war anscheinend verfrüht. Ich sollte gehen. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihre Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Uriel ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Ich traue deinem Urteil, Cyan. Du warst vorsichtig mit Uriel. Das musstest du. Du wusstest nicht, was mit der Welt passiert ist. Also, mach, was du für richtig hältst. Solange du irgendwann den Aberglauben vertreibst. Da die Banuk glauben, ich sah eine übernatürliche Entität, weiß ich nicht, wie sie reagieren werden. Antworte einfach so gut du kannst auf ihre Fragen.
Bleib bei der Wahrheit. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Cyan. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak schauen, wie es ihm geht. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Uriah vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uriah wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie... Ich hätte sie nicht beschützen können. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Uriah hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebreak, Cyan, Hephaestus, alles sehr interessant. Was denkst du, was Hephaestus ist, Silence? Ich weiß nicht. Aber sein Name entspringt einer Sprache, die schon für die Alten antik war. Genau wie auch Hades. Vielleicht eine Verbindung. Bisher noch unentdeckt? Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen? Ich habe im Schnitt nicht nur etwas über Hephaestus gelernt, Silence. Auch Dinge über das Banuk-Konklave. Misch dich da bitte nicht ein. Hast du das auch den Jägern gesagt, die Banuk schickten, ehe du geschossen hast? Oh nein, Aloy. Nur du erhältst von mir der Höflichkeit wegen eine Warnung. Was war und was ich weiß, bleiben mein. Das solltest du nicht vergessen. Zum Glück bist du nicht ganz dumm, Silence. Dein Charakter lässt nämlich zu wünschen übrig. Ich denke, wir sind hier fertig. Es war schon vorbei, bevor es anfing. Wir sehen uns unten am Weg.